sag jetzt ganz einfach nichts. 2 Wochen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Im Green Planet DLC mit Russland im Schwierigkeitsgrad 400% kämpfen wir hier gerade gegen einen Staubsturm, der geht nur noch 6 Stunden. Wir versuchen gleichzeitig die Infrastruktur auszubauen, indem wir ein weiteres Shuttle-Hub an den Start bringen. Und wir kämpfen gegen einen Fachkräftemangel, denn die Überalterung unserer Marsgesellschaft ist ziemlich weit vorangeschritten. Da müssen wir auch gegensteuern. Und uns fehlen Eisen als Rohstoff. Das ist schon ganz schön schwierig hier gerade. Da haben wir einige, ja, Probleme, und Lecks haben wir natürlich durch den Staubsturm auch. Das mit den Lecks ist halt so ziemlich das größte Problem, weil wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt minus 15 Sauerstoff und minus 23 Wasser. Wir haben aber zum Glück genügend große Lagercontainer, wo das ganze Zeug eingelagert wurde. Das heißt, wir haben da jetzt zum Glück keine Engpässe dadurch. So, neue Anomalie entdeckt, da kann unser Akundinski gleich wieder hinfahren, der kommt gerade schon von der letzten Anomalie. Nicht schlecht, das geht hier wie am Schnürchen mit den Anomalien. Meine lieben Freunde, da brauchen wir, glaube ich, sogar auch nochmal eine Treibstofffabrik oder vielleicht eine von denen, die wir hier oben haben, nochmal ein bisschen, genau, hier nochmal verstärken, würde ich sagen. Dass da ein bisschen mehr Treibstoff noch am Start ist. Die sind ja alle noch nicht geupgradet da, die wir da haben. Oh nein, niedrige Ressourcen. Das ist nicht gut hier. Unsere Electronics sind schon wieder so niedrig. Aber wir müssten jetzt mehr Arbeitskräfte eigentlich hier oben haben. Also mittlerweile müsste es eigentlich wieder nach oben gehen. Ja, guckt mal, wir haben jetzt 45 Kinder und 49 Senioren. Jetzt müsste es eigentlich so langsam in die andere Richtung wieder ein bisschen kippen. Oh, hier haben wir ja Arbeitslose. Arbeitslose und Obdachlose. Warte mal, das kann doch gar nicht sein. Doch, das ist aber so. Das ist tatsächlich so. Dann lasst uns hier mal einen Extraktor bauen. Metallextraktor. Warum nicht? Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Und dann am besten hier über die Dings hier noch so eine Drohnenbrücke. Am besten 2. Dann haben die Drohnen die Wahl, wo sie langfahren. Und den Beton dafür haben wir ja. Das ist ja kein Problem. Wunderschön, aber das sieht doch alles ganz gut aus eigentlich. Mal abgesehen von dem Metallmangel, sieht doch das soweit alles ganz gut aus. Die Electronics halten sich auch ganz gut die Waage. Das ist gar nicht so schlecht. Das kriegen wir ganz gut hin gerade. Irgendwie wird mir hier angezeigt, dass eine Kuppel gewartet werden muss. Wartung, ja. Hä? Warte mal, wir brauchen hier, glaube ich, in der Mitte nochmal ein Universallager. Das ist mir hier irgendwie nicht geheuer, dass da so wenige Wartungsmöglichkeiten für die Drohnen bestehen. Irgendwie, die kriegen ja nicht genug Material irgendwie. Ja, hier passiert irgendwie was. Hier ist irgendwie ein Engpass. Stimmt, die werden ja hier nicht beliefert mit... Oh, okay. Meteorschauer! In 3 Sols und 2 Stunden. Ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt so negativ sein. Hatten wir hier oben eigentlich schon einen Laser gebaut? Nee. Hier müssen wir auf jeden Fall noch einen Laser bauen. Sonst haben wir hier Spaß, wenn hier die Einschläge runterkommen sollten. Ja, okay, jetzt wird es hier doch ein bisschen eng. Wir haben aber noch Drohnenfertigbauten. Warte mal, aber das ist gerade nicht das Problem, oder? Oder ist das das Problem? Doch, das ist hier das Problem. Lasst uns hier mal noch auf 10 Drohnen erhöhen und lasst uns hier mal oder hier mal noch auf 10 Drohnen erhöhen. Oder hier unten vielleicht noch ein paar mehr. Ja, hier, lasst uns hier mal auf 15 erhöhen. Sehr gut. Jawohl, jetzt läuft das hier. Sieht soweit ganz gut aus. Geldmittel erhalten. Sehr gut, die andere Rakete ist am Start. Gleich direkt wieder losschicken. Und zwar wieder mit derselben Konfiguration, würde ich sagen. Ja, lasst uns das so machen, genau. Ist unser Pool leer? Nee, das ist alles okay. Anwenden. Starten. Nice. Gut, dann können wir hier jetzt gleich noch eine Farm reinbauen in die Kuppel. Für Saatgut.
Und wir bauen hier natürlich noch... Wo haben wir ein Food Shortage? Ach, hier drin. Okay, ja, das ist wegen dem Lieferengpass durch den Staubsturm. Irgendwie glaube ich fast, es ist sinnvoll, noch so einen ferngesteuerten Transporter zu bekommen irgendwie. Kann man den bauen eigentlich? Ferngesteuerten Dozer könnte ich bauen. Hanna, da gibt es doch bestimmt eine Technologie. 13.500 kostet das, die Technologie zu erforschen, dass man die Rover bauen kann. Das ist natürlich auch ganz schöner Wucher, muss ich sagen. Finde ich gar nicht so gut. Lasst uns hier mal noch einen Gebäudefertigbau reinhauen. Und lasst uns hier mal noch eine Krippe bauen. Und noch einen Spielplatz rein. Und dann noch ein Erholungsgebäude, einen Garten. Und stimmt hier, warte mal, wir brauchen hier auch noch ein Lebensmittelgeschäft. Ein lebendes Mittelgeschäft. Und lasst uns auch noch einen Kunstladen machen. Und lasst uns auch noch einen Diner. Lasst uns noch einen Diner bauen, genau. Wunderschön. Wunderschön. Dann sollte das passen. Ah ja, wir brauchen hier auch noch das Upgrade. So. Und hier müssen wir natürlich Saatgut einstellen. Wow. Zwei Anomalien in einem Sektor. Wo ist denn das? Da oben. Oh, das ist gut, das ist gut. Gleich dahin fahren. Gleich hier mal die mit dem Erlenmeyer-Kolben analysieren. Neuer Messias. Oh Gott, nicht schon wieder sowas. Ein neuer Messias. Ein religiöser Prophet versucht, unsere Kolonisten zu einer neuen Sekte zu konvertieren. Ein Mitglied der Kolonie von USA, natürlich die Amis, behauptet, der Messias und ein Wundertäter zu sein. Mit jeder Kuppel, die er besucht, wächst seine Anhängerschaft. Jetzt hat er beschlossen, unserer Kolonie einen Besuch abzustatten und sie zum echten Glauben zu konvertieren. Der Prophet möchte, dass deine Kolonisten Buße tun und den Pfad der Sünde verlassen. Unsere Kolonie respektiert die religiöse Entscheidungsfreiheit. Erhalte einen Guru und 12 religiöse abtrünnige Kolonisten, oh Gott. 25 plus Ansehen. Du kannst nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei. Zugang verweigert. Verliere 10 religiöse Kolonisten. Minus 25 Ansehen. Nicht Kirche der Neuen Arche. Wir nehmen seine Lehren als unsere offizielle Religion an. 25% aller religiösen Kolonisten werden zu Abtrünnigen. Erhalte einen Guru und 12 religiöse Kolonisten. Will ich wirklich 12 religiöse abtrünnige Kolonisten? Aber ich kann nichts anderes. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Also doch schon. Du kannst nicht vorbei. Eigentlich müsste ich so reagieren. Du kannst nicht vorbei. Also Gandalf hat eigentlich immer recht, muss man sagen. Und deswegen würde ich sagen, verliere 10 religiöse Kolonisten. Dann sind sie halt weg. Wie viele religiöse kann ich bei mir schon haben? Ich habe nicht eine Kirche. Minus 25 Ansehen. Ja komm, weg damit. Hinfort mit ihnen. So. Wir haben ja schon wieder 12 neue. Fliegender Wechsel. Mit Schweif und Knall. Der Wahnsinn. So tauscht man halt mal seine Kolonisten aus. Die, die nicht wollen, die gehen halt. So ist das. Oh, der Drohnenhub. Shuttlehub meine ich. Er ist fertig. Sehr wunderprächtig. Ganz hervorragend. Dann lasst uns da gleich noch einmal ein paar mehr Shuttle bauen. So ein paar mehr. Ein paar sehr viel mehr. New Colonists have arrived. Oh Gott, hier ist schon wieder zu wenig. Alter, dieses Eisen. Wie das weggelutscht wird. Das ganze Eisen weggelutscht. Ich komme gar nicht mehr hinterher hier. Das ist ja unglaublich. 22 Einheiten haben wir in der ganzen Kolonie. Wir haben eine Metallproduktion von 3 und einen Verbrauch von 10. Wieso haben wir eigentlich nur eine Produktion von 3? Das kann überhaupt nicht sein. Wir haben hier 2 von diesen Extraktoren, die alle laufen. Und dann noch den einen, der so halb aktiv ist. Was ist hier? Ach, der Lagerraum ist voll. Dann sollten wir da mal noch... lasst uns hier mal so ein Zentrallager am besten aufbauen für Beton. So ein Betonlager. Könnte schlau sein. Ja. Das kostet natürlich auch Metall.
Ah, es kostet alles Metall. Ah. Füllt sich eigentlich das Lebensmittellager hier? Ja. Das wird aufgefüllt. Ganz hervorragend, ganz hervorragend. So, ich werde jetzt nicht warten, bis die Raketen mit Edelmetall voll sind. Ich werde jetzt direkt zurückschießen. So viel Geld brauchen wir jetzt gerade nicht. Hauptsache, die Raketen kommen schnell wieder an, dass wir schnell wieder neue Menschen am Start haben. Jetzt haben wir mehr Kinder als Senioren. So muss das sein. So ist das fein. So muss das sein. Dann lassen wir die mal gleich hier unten landen. Nicht genug Nahrung. Oh, das ist nicht gut. Was ist hier los? Was soll das? Warum ist hier nicht genug Nahrung? Hier muss niemand hungern. Niemand muss hier hungern. Drohnen kommen wieder nicht richtig hinterher, oder? Aber die Auslastung ist gering. Ich glaube, die Shuttles kommen gerade nicht hinterher. Mit der Verteilung der Lebensmittel mal wieder. Das ist immer das Problem, ey. Oh, wir haben einen Minus beim Strom. Aber nur jetzt zu der Zeit, oder? Ah. Ja, sehr gut. Anomalie analysiert. Lasst uns mal das hier mit einreihen bei der Forschung. Mit den Roverbau. Wo war jetzt der Akundinski? Der kann mal dahin fahren, genau. Wunderschön, wunderbar. Meine lieben Freunde, meine lieben Freunde. Geht das Spiel auch im Koop-Modus, wird gerade gefragt. Nein, das ist nur ein Singleplayer tatsächlich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir brauchen hier ganz dringend mehr Menschen, damit dieser Extraktor endlich mal läuft. Ich werde ihn auch gleich mal hier von den Drohnen übertakten lassen. So, hier sind jetzt 4 Shuttles am Start. Das ist schon mal gut. Wir können, glaube ich, mal sogar hier eine Wunschmenge einstellen. Lasst mal hier wenigstens 100 Einheiten einlagern. Ich glaube, dann fliegen nämlich die Drohnen, also oder die Shuttle, so lange hier hin und liefern hier Nahrung rein, bis diese Sollmenge von 100 erreicht ist. Drohnen und Shuttles versuchen mindestens 100 von jeder hier gelagerten Ressource einzulagern. Genau, das ist nämlich ganz wichtig, weil sonst fliegen die hier in dieses Lager, in dieses Nahrungslager, nämlich nur Lebensmittel rein, wenn eine Nachfrage besteht. Das heißt, wenn hier schon leer ist, dann fangen sie erst an, da was reinzulagern. Und das ist nämlich ganz wichtig, das ist der ganz wichtige Punkt, dass wir das machen, bei solchen Lagern, wo was hingeliefert werden muss. Ganz wichtig. Deswegen werde ich jetzt hier auch mal gleich bei dem Saatgutlager hier, werde ich das auch gleich mal einstellen, dass da immer mindestens so 20 Einheiten von dem Saatgut, wenn das geerntet wird, da hingebracht wird. Anomalie analysiert. Wunderbar. Das vergesse ich auch immer wieder, dass man das ja einstellen muss. Das erleichtert dann nämlich auch so ein bisschen hier die Verteilung, weil das bedeutet dann nämlich, wenn jetzt hier ein Staubsturm aktiv ist und die Shuttles, die sind nicht aktiv, also die fahren dann da nicht, fliegen dann nicht hin und her während des Staubsturms, ist trotzdem da ein gewisser Puffer eingelagert. So ist es nämlich. Das vergesse ich auch immer wieder, das zu machen. Das ist unglaublich. Ich weiß das eigentlich, aber ich vergesse das immer wieder. Das ist unglaublich. Das ist verrückt. Geradezu. Verrückt! Total verrückt! Lasst uns mal hier einen Brunnen direkt vor den Kindergarten bauen. Damit das für die Erzieher ein bisschen spannender wird, wenn sie auf die Kinder aufpassen müssen. Und ja, komm, wir bauen hier noch eine Irrlichtlampe rein. So, für den Komfort. Alles für den Komfort. Oh, 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 neue Passagierrakete. Kann gleich mal hier landen. Die kommen dann ja hier in die Kuppel rein, die Leute. Wunderbar, meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde, wir haben schon wieder einen Eisenmangel hier. Lasst uns mal das Oberflächeneisen jetzt mal von hier holen. Das müsste eigentlich genug sein und müsste schnell gehen. Ah, das waren wirklich nur 8 jetzt hier. Das ist ja ein bisschen wenig, ne? Unser Bewerberpool ist ganz schön leer. Ich weiß gar nicht. Wir haben nicht genug Bewerber. Wir brauchen mal mehr Bewerber. Das wäre mal ganz cool. Denn uns fehlen immer noch Arbeitskräfte. Dafür haben wir jetzt Obdachlose. Na gut, das sind jetzt die 8, die jetzt ankamen. Die müssen erstmal in die anderen Wohnräume rein. Die müssen erst durch die volle Kuppel laufen, glaube ich. Bis die ihre Wohnplätze gefunden haben. Durchbruch, ewige Fusion. Oh, oh, die ewige Fusion. Fusionsreaktoren benötigen keine Arbeit. Na gut, wir haben jetzt schon den Strom eigentlich ganz gut gedeckt aus den Windrädern. Aber jetzt gerade haben wir natürlich wieder einen kleinen Engpass.
Das liegt aber, glaube ich, an der Uhrzeit jetzt. Das ist irgendwie so wegen den Schichten manchmal. Dann überschneidet sich das so. Und wenn dann die Solarkollektoren schon aus sind, dann zieht es ein bisschen mehr. So, dann schicken wir die mal gleich wieder zurück. Wunderbar. Läuft jetzt der Extraktor? Ja, der läuft schon. Gut, vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Dass wir mal ein bisschen Eisen... Dass wir auch genug Eisen fördern, so. Fördern und fordern. So. Meteoritensturm in 7 Stunden, meine lieben Freunde. In 7 Stunden. Bioroboter haben wir schon, tatsächlich. Aber die sind halt zu teuer in Bezug auf die Electronics, ne? Die können wir uns nicht leisten. Und wir haben nicht so einen Electronic-Überschuss, dass wir jetzt alles in die Bioroboter ballern können. Aber wir haben schon ein paar, von denen. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben, falls das vergessen wurde, dass wir die ja mal gemacht haben. Meteoritensturm in 4 Stunden. Ich wiederhole, Meteoritensturm in 4 Stunden. In 3 Stunden. In 3 Stunden. Können wir jetzt hier eigentlich schon Gräser anpflanzen? Nee, Gras können wir noch nicht. Da brauchen wir 10 Wasser. 10%. Die beiden Raketen, ach so, scheiße, die sind jetzt schon wieder auf dem Weg zurück. Ich wollte eigentlich hier nochmal dieses Projekt machen mit den Eisasteroiden. Müssen wir uns mal merken beim nächsten Mal, wenn die nächste Rakete kommt. Ganz dringend. So, der sammelt hier gerade noch das Eisen auf. Na, jetzt geht's hier langsam ein bisschen voran. 5 Produktion und 8 Verbrauch, das ist schon mal besser als vorher. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist schon mal ganz hervorragend. Oh, was? Asteroiden? Oh. Ah, die kommen hier runter. Oh Gott. Wollen wir hier vielleicht dann noch mal einen Laser bauen? Jawohl. Also bis auf den Betonextraktor sieht es eigentlich ganz gut aus mit der Abdeckung. Aber das... Ja, wenn der getroffen wird, reiße ich ihn ab. Na, das hat er auch überstanden. Alles klar. Okay, also hier unten ist natürlich ganz schön... Ganz schöne Bank. Ja. Okay, ja, der wird jetzt getroffen, glaube ich, oder? Oder kann das der Laser noch abfangen? Der hier könnte es vielleicht... nee, das ist genau draußen, glaube ich. Das ist genau ein Feld. Ja. Okay, wir reißen das Ding ab. Brauchen wir nicht. Dann müssen wir hier nicht noch extra einen Laser bauen und sparen wir uns da die... elektronischen Teile. Wir haben jetzt auch so viel Dings, Betonüberschuss. Und wir haben ja jetzt auch ja schon dieses Betonproduktionsziel abgeschlossen. Also pff, so viele Extraktoren brauchen wir nicht. Sparen wir uns auch wieder ein bisschen Strom. Hat uns quasi die Natur die Arbeit abgenommen an der Stelle. Das ist allerdings fies. Das muss nicht sein, was ich da sehe. So direkt zwischen den Kuppeln, ja. Das wird aber ein spektakuläres Bild ergeben, wenn er da einschlagen würde. Und er würde wahrscheinlich nur... Okay, das hat der Laser geklärt. Laser regelt. Er würde wahrscheinlich da nur die Leitung beschädigen, glaube ich. So, meine lieben Freunde, Geldmittel erhalten. Das lese ich immer ganz gerne. Meteor incoming. Wo? Was? Wie? Ah, da hinten. Alles gut. Und wir hatten ja diesen einen Laser hier, der hatten wir ja noch gebaut, ne? Genau, guckt mal. Das Lager ist auch noch drin. Nee, das ist alles gut. Dürfte eigentlich keine Stelle geben, wo es zu einem gravierenden Schaden kommt. Und der dauert ja auch nur einen Sol und 3 Stunden. Also es sollte eigentlich alles laufen. So, Passagierrakete, noch eine. Wir brauchen wieder Menschen und ich starte jetzt einfach direkt. 10 Passagiere. Unser Pool ist nicht voll. Unser Bewerberpool ist nicht voll. Das sind jetzt nur 10 von 12. Aber egal. Je mehr, desto besser. Die Krippe ist voll. Die ist nicht voll, aber immerhin. Und wir haben 51 Kinder und 43 Senioren. Das ist gut. Also ist, wir haben jetzt wieder mehr nachrutschende, frische Menschen. Und die Electronics sind low. Das ist natürlich nicht so cool. Das ist scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich das mal so formulieren darf mit dieser Direktheit. Oh, 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 fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Nein, das ist Metall. Ah, oh, ist noch da, okay. Puh, shit, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Haha. Fahr mal hier runter, fahr mal hier runter.
Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass die auch getroffen werden können. Oh, das ist eine Anomalien oder schon? Okay, wir müssen dann mal. Wir müssen dann, glaube ich, mal gleich den Haufen Metall hier abholen. Mit unserem Ding. Warte mal, das kann er mal gleich jetzt machen, würde ich sagen. Nicht, dass das getroffen wird und dann weg ist. Wenn wir es noch jetzt schaffen, müssen wir mal gucken. Kann auch jetzt relativ eng werden. Aber jetzt verlagert sich der Sturm hier gerade so ein bisschen hier rüber. Das ist natürlich gut. Und wir haben eine Anomalie mit Forschung. So muss das sein. Wenn wir die scannen, kriegen wir hier Anbau ohne Kuppel. Das ist nicht verkehrt. Kennst du den Film Der Marsianer? Natürlich kenne ich diesen Film. Warum sollte ich den denn nicht kennen? Natürlich kenne ich den. Mark Watney, meine lieben Freunde. Der MacGyver vom Mars. Aber sowas von kenne ich den Film. Absolut genial. Ist einer meiner Lieblingsfilme von den aktuelleren Science-Fiction-Filmen. Auch wenn er eigentlich total unrealistisch ist an vielen Stellen. Gerade das Ende ist extrem an den Haaren herbeigezogen eigentlich. Und gerade auch so, auch der Anfang ist ziemlich unrealistisch mit dem Staubsturm. Es ist ja mein klassisches Beispiel dafür, wie Hollywood einen Staubsturm auf dem Mars darstellt. Nämlich total falsch. Ein Staubsturm auf dem Mars kann gar nicht so diese fetten Brocken an Material anheben, so wie das da passiert in dem Film. Weil einfach die Atmosphäre da überhaupt nicht den Druck entwickelt, um das zu schaffen. Ja? Wenn auf dem Mars ein Staubsturm entsteht, dann sind das feine Partikel, die von der schwachen Atmosphäre halt angehoben werden können. So, aber nicht so riesige, fast schon silberne, dunkle Brocken und dann auch keine Antennen und schon gar nicht Personen. Also das ist halt einfach total übertrieben. Und auch Raketen können dann davon nicht hin und her bewegt werden. Das ist halt einfach Hollywood pur. Ne? Ist halt einfach so. Das kann die Atmosphäre dann nicht leisten. Das geht halt einfach nicht. Aber, und auch das Ende, ich will jetzt nicht das Ende spoilern, ungern, aber er fliegt halt. Das ist dann wiederum gar nicht so falsch, wenn er dann halt sagt, ja, eine Plane auf der Rakete reicht zur Abdeckung in der dünnen Atmosphäre aus. Das ist gar nicht mal so falsch. Aber dann diese Sache mit, er macht sich ein Loch in Anzug und fliegt dann da durch seine Luftdüse rum. Das kann er ja gar nicht so präzise steuern. Das ist halt auch sehr viel. Ich meine, das kann man jetzt mit Glück erklären, dass es trotzdem geklappt hat, aber es ist halt schon mega unrealistisch, diese Bahnen. Wer irgendwie mal Kerbal Space Program gespielt hat, der weiß, wenn du einmal falsch Schub gibst, ist es vorbei. So, bei diesen Entfernungen und Geschwindigkeiten, die da eine Rolle spielen. Und das mit dieser Düsenlösung ist halt so dämlich, aber das ist halt auch irgendwie so witzig, wenn du das im Film siehst. Deswegen, also, ich mag den Film total, aber er ist halt auch an einigen Stellen echt so dämlich irgendwie. Aber ich finde ihn trotzdem unterhaltsam und lustig. Und natürlich auch cool. Das ist eigentlich mehr so ein Feel-Good-Film. Das ist eigentlich gar kein. Auch wenn das immer gesagt wird, der wäre voll realistisch, aber ist er eigentlich gar nicht. Das ist ziemlich aufgesetzter Realismus an einigen Stellen. Also man nimmt sich sehr viele Freiheiten raus, sagen wir es so. Und ja. Ne, aber ich kenne den Film, wie gesagt. Ich kenne den, ich mag den und ich habe den ja auch schon das ein oder andere Mal im Intro veralbert, sage ich mal. Zum Beispiel, wie viele Kartoffeln braucht Matt Damon, um auf dem Mars zu überleben, habe ich ja mal dem Roboter sagen lassen. 2 Wochen natürlich, ist die Antwort. Die ist immer 2 Wochen. Übrigens, falls ihr euch fragt, kann ich immer nur wieder wiederholen, was das mit den 2 Wochen im Intro auf sich hat. Guckt einfach dieses Making-of-Video, das ich öfters mal verlinke, zum Thema Intro, Making-of, Surviving Mars, und da wird das erklärt. Kurz, es ist eine Anspielung an einen Film, der sich Total Recall nennt. So, wenn ihr genau wissen wollt, um was es geht, guckt euch einfach dieses Making-of an. Weil ich habe echt so viele Leute, die dann sagen, kannst du den Roboter mal was anderes sagen lassen und irgendwie eine Antwort, die Sinn ergibt und nicht immer nur 2 Wochen? Ja, ihr könnt euch auch einfach das Video angucken, dann wisst ihr nämlich Bescheid, warum das so ist. Vielleicht so ein kleiner Tipp an der Stelle, ja. Könnte sinnvoll sein. Denn eins kann ich schon mal versprechen, etwas anderes als 2 Wochen wird der Bär als Antwort nicht sagen. Niemals. Denn die Antwort ist immer 2 Wochen. So, meine lieben Freunde, wo sind wir denn jetzt hier? Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wir haben immer noch Negativstrom hier, aber irgendwie die Lager sind immer noch halbwegs voll. Ich glaube, wir machen mal noch ein Windrad zur Sicherheit. Ich bin da gerade ein bisschen skeptisch, ob das hier reicht. Schon wieder eine Anomalie.
Bin ja gerade ein bisschen skeptisch, ob das reicht, was wir hier an Strom produzieren. Oh, warte mal, hier brauchen wir erstmal noch eine Powerleitung. Leitungspower. So, sehr gut. Wir haben jetzt hier die Eiseneinheiten nochmal abgeliefert. Dann holen wir uns jetzt hier das Eisen noch. Jetzt ist auch nicht mehr so der Mangel so am Start. Jetzt geht das irgendwie ein bisschen besser. So, wo ist jetzt hier die Dings? Ach, da oben. Wichtiger ist aber erstmal diese Anomalie tatsächlich. Die hier, die kann warten. Die ist nicht so wichtig. Da kriegen wir nur weitere Technologien im Baum zur Verfügung. Aber bei der hier kriegen wir Punkte deswegen. Also Forschungspunkte. Die ist wichtiger deswegen. So, genau. Deswegen kann der da mal gleich hinfahren. Wunderschön, meine lieben Freunde. Wunderschön. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Deiner ist am Start und funktioniert. Haben wir hier jetzt... Hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Arbeitskräfte. Dann lasst uns hier mal gleich noch... Ja, lasst uns hier mal noch eine Schicht aufmachen bei dem Extraktor. Je mehr Eisen wir kriegen, desto besser ist es. Wie war das? Was war die Aufgabe für Russland nochmal? Verfüge über 3 Extraktoren, die mit 160 Leistung arbeiten. Woran erkenne ich denn die Leistung? Was ist denn 160 Leistung? Müssen die dann mit Vollauslastung, Vollbestückung quasi und Vollbetankung extrahieren, oder? Weil das ist ja momentan nur... Was sind 160... Ach hier! Gebäudeleistung 16. Das ist es wahrscheinlich, ne? Ja gut, warte mal. Wenn das 3 sind, die mit 160 Leistung arbeiten, dann muss ja jeder von denen eine Leistung haben von... Kann man das überhaupt durch 3 teilen? 160? Das muss mehr als 50 ja dann sein. 55 müsste das dann sein, glaube ich, oder? Ja. Irgendwie 55 oder so. Pro... Extraktor. Dann kann der... Hier hat man 60. Ach du Scheiße. Naja, da müssen wir den, glaube ich, mit auch betanken. Sonst geht das ja gar nicht. Und ich glaube, es müssen Spezialisten dann da drin arbeiten. Geologen. Dann steigt die Leistung, glaube ich, auch nochmal. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht so einfach. Das ist echt gar nicht so einfach, meine lieben Freunde. Das ist ganz schön kompliziert sogar. So, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie sich das hier entwickelt. Sieht ganz gut aus. Wir haben hier sogar noch genug Wohnraum in den Kuppeln. Kinder werden hier jetzt auch geboren. Lasst uns hier mal noch eine große Weltraumbar bauen am besten. So servicemäßig. Wunderbar, neue Klonisten sind am Start. Wunderschön. Nahrungsproduktion ist auch im Überschuss immer noch. Samen werden jetzt auch genug produziert. So, die Rakete, merken, die Rakete, die schicken wir jetzt nicht wieder zurück. Die nutzen wir jetzt für die Eisasteroiden zum Einfangen. Das mache ich jetzt auch mal gleich. Genau, Proton 1. Die darf das jetzt mal machen. So, dann kriegen wir nämlich hier ein bisschen Wasser. Und das wirkt sich dann wieder ein bisschen positiv aufs Terraforming aus. Solange wir hier noch nicht andere Möglichkeiten haben fürs Terraforming, sollten wir das auf jeden Fall mal machen. Denn ich glaube, wenn wir nämlich auf 10% Wasser kommen, dann können wir nämlich schon die Außenfarmen benutzen. Und die Außenfarmen wurden jetzt ja auch gefixt. Die sind nicht mehr verbuggt, ja. Das ist ja das Problem gewesen, dass irgendwann nicht mehr geerntet wurde in den Außenfarmen. Das war tatsächlich ein Bug, der gefixt wurde. Die Außenfarmen können jetzt wieder geerntet werden. Das finde ich sehr gut. Lasst uns mal, da die Shuttles überlastet sind, lasst uns mal noch hier 2 an den Start bringen, auch wenn das Electronics kostet. Arbeitslos und obdachlos. Ja, dann geht halt in die andere Kuppel. Geht da halt hin. Okay, neue Schicht. Neue Schicht im Extraktor. Anomalie analysiert. So. Anulu. Hervorragend. Hier können wir auch nochmal eine Schicht aufmachen. Dann haben wir hier weniger Arbeitslose. Und die Obdachlosen sind hoffentlich so schlau, dass sie einfach in die nächste Kuppel gehen. Sonst bin ich enttäuscht. Nicht funktionierende Gebäude. Arbeitslos einer. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir hier noch einen Überschuss von... Genau, hier haben wir noch einen Überschuss. Hier haben wir noch einen leichten Überschuss. Oh, großer Staubsturm.
Großer Staubsturm klingt nach großem Staubsturm. Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal gucken, dass unsere Ressourcen auf jeden Fall aufgefüllt sind. Lasst uns mal noch einen Tank bauen, vielleicht einfach. Einen großen Wassertank. Ich weiß nur nicht, ob ich den hier oben hinbauen soll. Ich glaube, hier oben ist der Verbrauch höher, oder? Lasst uns den mal hier hinbauen. Ist der noch in Reichweite von einem Drohnenhub? Ja. Vielleicht sogar von dem hier? Ja. Genau, lasst uns den auf jeden Fall bauen, damit wir noch ein bisschen Wasser einlagern. So als Backup-Wasser. Wir brauchen Backup-Wasser. Das ist definitiv schlau. Und ich pausiere mal ganz kurz. Ich muss mal gerade organisieren. Wir müssen mal schnell noch ein bisschen Metall holen. Und zwar wieder von... Ach ja, den hatte ich ja hier weggeholt. Stimmt. Den sollte ich vielleicht da mal wieder hinlotsen. Lasst uns das Metall mal von hier holen. Und lasst uns das dann wieder hier ausladen. Damit unsere Metallteileproduktion, Maschinenteileproduktion nicht stilllegt. Genau, und dann wollte ich noch was machen. Ich wollte irgendwas, was mit dem Staubsturm zu tun hat, in Vorbereitung. Was wollte ich noch machen? Irgendwas wollte ich machen. Ich hab's vergessen. Sei es vergessen, scheiße. Ach ja, genau, noch eine Rakete holen. Frachtrakete. Lasst uns mal, wie viele Electronics werden produziert? Ne, warte mal, wir machen das nicht mit einer Frachtrakete. Ich weiß, wie wir es machen. Wir machen es mit einer Nachschubkapsel und holen uns da mal noch 25 Einheiten Electronics. Denn die Nachschubkapsel können wir wieder zerlegen für Metallteile. Und die ist auf jeden Fall auch schneller als die Raketen. Ah, wir haben keine Sektoren mehr zum Scannen. Seht da mal hier, wie schnell das geht. Wunderbar, da haben wir ja bald alle Sektoren durch beim Scannen. Ist ja unglaublich. Ist ja unfassbar. So, die Drohnen brauchen natürlich wieder ein bisschen länger hier, um diesen Tank zu bauen. Der wird natürlich nicht mehr genug Zeit haben, sich zu füllen. Aber bei einem großen Staubsturm ist das schon ganz gut, wenn wir noch ein bisschen einen Backup-Tank haben. Der wenigstens so zu einem Drittel voll ist oder so. Ich glaube, großer Staubsturm, der dauert dann schon mal eben so 3-4 Tage oder so, glaube ich. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das passt. Dass wir gut vorbereitet sind. Baue einen Sauerstofftank. Also wir haben zwei und dann auch noch die kleinen. Wir haben momentan eingelagert 3689 Einheiten. Das ist eigentlich okay. Ich glaube, der wird eh nicht mehr voll. Der kann sich nicht schnell genug füllen, glaube ich. Das ist auch okay. Mit den zwei großen. Sollte eigentlich gehen. Wenn nicht zu viele Lecks entstehen. Müssen wir mal gucken. Hauptsache, die Electronics kommen noch an. So, und dann müssen wir schauen, wie wir das mit der Ressourcenverteilung machen. Weil nämlich hier die Shuttle, die sind ja nicht mehr aktiv dann in der Zeit. Lasst uns mal direkt nochmal ein bisschen Metall farmen. Mit, wo macht man das? Ja, hier, wir lassen mal, holt mal das, genau. Ganz wichtig hier. Dass wir hier so ein bisschen einen kleinen Puffer haben für die ganzen Lecks, die sehr wahrscheinlich entstehen werden. So, Rakete ist da. Also hier die kleine Kapsel, Kapselding, Raketenkapsel. Gleich landen lassen hier. Da kommt sie. Wusch. Das ist auch so ein bisschen das Skycrane-Prinzip. Wie beim Curiosity Rover. So. Okay, das haben wir. Und dann, der hier ist gerade am Analysieren. Ja, aber soweit sieht das eigentlich ganz gut aus. Und dadurch, dass wir jetzt auch mehr Kinder haben, oder sich das zumindest so ein bisschen die Waage hält, haben wir hier natürlich auch nicht mehr so ein Problem mit Menschenmangel. Aber Arbeitslose haben wir trotzdem noch nicht. Wie sieht denn das in den Kuppeln hier oben aus?
Wir haben hier freie Wohnplätze. Hier ist ein Arbeitsloser drin, okay. Scheinbar sieht es jetzt wieder ganz gut aus. Ja, ist jetzt wieder halbwegs ausgeglichen. Oh, sehr gut. Geld. Quatsch. Geld. Hier, wie nennt man's? Forschungspunkte. Wir haben Forschungspunkte gekriegt. Sehr gut. Anbau ohne Kuppel können wir uns bald leisten. Ist die Rakete eigentlich schon unterwegs jetzt? Ah, die startet jetzt auch zu den Eisasteroiden. Wunderbar. Dann sind wir ja dann auch gleich so weit. Dann kommen ja dann hier 5% Wasser. Ja gut. Eigentlich müssten wir wirklich noch einen großen See auch noch bauen. Dass wir ein bisschen schneller hier den Wasserwert beim Terraforming noch hochtreiben. Aber jetzt lagern wir das Wasser erstmal ein. Das läuft jetzt hier auch mit voller Wucht rein, mit 25 Einheiten. Denn die Vaporatoren sind ja beim Staubsturm deaktiviert, deswegen. Hier ist auch nicht mehr so viel drin, ne? Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. 1300 Einheiten nur noch. Hier wird auch ordentlich rausgezuzelt. Drei Extraktoren sind da aktiv. Dieses Wasservorkommen hier ist eigentlich noch wichtiger. Das müssen wir mal dann noch bei Zeiten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erschließen. Ich würde aber sagen, diese Wasserquellen erschließen wir uns dann in der nächsten Folge Surviving Mars Green Planet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ganz wichtig, abonnieren und die Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr möglicherweise Videos. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Surviving Mars Green Planet. Bis dann, ciao, ciao!